Das bringt uns zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 33. Hier geht es um die Fortschreibung des Personalentwicklungskonzepts. Es liegt lediglich eine Wortmeldung vor. Frau Mühlbach, bitte schön. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, liebe Dresdnerinnen und liebe Dresdner. Ich weiß, wir sind alle müde, ich auch, und ich entschuldige mich dafür, dass ich trotzdem die Sitzungszeit verlängere und zu diesem Thema als bisher einzige Rednerin spreche, weil es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung so unmittelbar betrifft und es ein Thema ist, für das wir als Stadträtinnen und Stadträte unmittelbar auch Verantwortung tragen und es ein Zeichen der Wertschätzung ist, dass wir das nicht einfach durchwinken, das machen wir dann hoffentlich trotzdem, sondern uns 2 Minuten Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Zunächst möchte ich beginnen mit einem Dank an das Haupt- und Personalamt, an die beteiligten Führungskräfte und an die Personalvertretung für das hier vorgelegte Konzept zur Personalentwicklung bzw. dessen Fortschreibung. Wir Stadträte und Stadträtinnen hatten die Gelegenheit, in einer sehr ausführlichen Vorstellung, zumindest diejenigen, die das interessiert hat, durch den bisherigen Beigeordneten Herrn Dr. Peter Lames uns sehr detailliert mit diesem Konzept zu befassen und auch dafür nochmals vielen Dank. Das Konzept identifiziert die wichtigsten Felder der Personalentwicklung, Personalgewinnung, Kompetenzentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Mitgestaltung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Gesundheit. Soweit, so gut. Nun erreichte uns Stadträte kürzlich ein Hilferuf des Hauptpersonalrates der Stadtverwaltung, in dem von permanenter Überlastung, von ständig wachsenden Aufgaben, von hohen Krankenständen und vor allem von wenig Wertschätzung die Rede war. Papier ist geduldig und es stellt sich natürlich die Frage, wie denn Personalentwicklung in der Stadtverwaltung gelebt wird. Und vor allen Dingen, auf welcher Grundlage ist eigentlich dieses Personalentwicklungskonzept entstanden? Gleich zu Beginn des Konzeptes kann man übrigens nachlesen, dass erfolgreiche Personalentwicklung eine Prognose des zukünftigen quantitativen und qualitativen Personalbedarfs unter Berücksichtigung der sich verändernden strategischen Ausrichtungen und Qualitätsanforderungen zugrunde liegen müssen. Aha. Es ist in der Tat genau diese quantitative und qualitative Personalbedarfsanalyse, die meine Fraktion hier so schmerzlich vermisst und nach der ich auch gestern Nachmittag in der Fragerunde gefragt hatte. Jetzt habe ich vollstes Verständnis dafür, Herr Oberbürgermeister, dass ein Agreement lautet, ein bloßes Mehr an Stellen für die Stadtverwaltung, für die Kernverwaltung insbesondere, ist wenig sinnvoll. Nicht nur, weil es schwer vermittelbar ist, auch weil wir bereits jetzt dauerhaft 10 Stellen in der Kernverwaltung unbesetzt haben und wir müssen uns auch fragen, wo sollen denn eigentlich zusätzliche Fachkräfte herkommen. Aber es ist sichtbar und das wird uns von Personalvertreterinnen gespiegelt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung haben mit erheblichen Schwierigkeiten zu kämpfen, insbesondere mehr und Sonderaufgaben noch erfüllen zu können. Sichtbar hat die Stadtverwaltung mit einem Krankenstand von 26% zu kämpfen. Sichtbar sind innere Migration, Frustration und Rückzug Phänomene, mit denen die Kernverwaltung erheblich zu kämpfen hat. Jetzt haben Sie, Herr Oberbürgermeister, auf meine Frage gestern mitgeteilt, dass eine Personalbedarfsanalyse vorliege, die voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres dem Stadtrat vorgelegt werden soll. Aber ich erlaube mir die Frage, auf welcher Grundlage ist denn dieses Personalentwicklungskonzept dann entstanden? Reicht es wirklich aus, die Frage zu stellen, welches Personal brauche ich mit welcher Qualifikation, so wie Sie das gestern in der Beantwortung meiner Frage erklärt haben, und reicht es wirklich aus, diese Diskussion den Geschäftsbereichen zu überlassen, die natürlich allem voran ein Bedürfnis haben, Besitzstände zu wahren? Als Leiterin einer Verwaltung muss ich Ihnen sagen, nein, es reicht eben nicht. Es braucht eine grundlegende Prozess- und Aufgabenkritik zentral über alle Geschäftsbereiche hinweg. Kurz, es geht mir nicht darum, die Ideen des vorliegenden Personalentwicklungskonzeptes zu schmälern. Aber ich möchte sehr deutlich machen, und das adressiere ich ausdrücklich an Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, wir haben gemeinsam eine Verantwortung für die mehr als 7.000 Mitarbeiter der Kernverwaltung. Und deshalb nehme ich mir das Recht heraus, statt einem ständigen Mehr an Aufgaben und dem undiskutierten Status quo beim Erhalt der Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als
Grundlage für ein solches Konzept, eine Personal- und Prozessanalyse zu fordern. Und zwar vor dem nächsten Doppelhaushalt und vor der Fortschreibung des heute hier vorgelegten und abzustimmenden Entwicklungskonzeptes. Die Chance dafür, das auf den Weg zu bringen, ist jetzt und möglicherweise sogar mit externer Begutachtung. Also, ich möchte für meine Fraktion dringend eine Personalbedarfsanalyse als Grundlage für die Fortschreibung des hier vorliegenden Personalentwicklungskonzeptes anmahnen. Eine Personalbedarfsanalyse, die entsteht auf der Grundlage einer Prozesskritik und einer Prozessanalyse und mehr Steuerung der Personalbedarfsplanung über das Haupt- und Personalamt. Und ich darf versprechen, damit komme ich zum Schluss, dass wir diesen Prozess im Rahmen der Fortschreibung des heute hier zu verabschiedenden Personalentwicklungskonzeptes kritisch begleiten werden. Vielen Dank. Dann sage ich schon mal, dann freuen wir uns auf die kritische Begleitung, aber ich sage mal eins vorneweg. Das, was die Organisation im Moment massivst herausfordert, ist, dass wir immer wieder von gerade der Bundesebene, aber auch von der Landesebene mit kaum Vorlaufzeiten zusätzliche Aufgaben übergeholfen bekommen, wo ich Hunderte von Mitarbeitern, die in keinem Bedarfskonzept, in keiner Stellenplanung drin sind, abordne, um eben Aufgaben Feuerwehr zu spielen, ohne Feuerwehrleute zu sein. Ob das jetzt im Bereich der Corona ist, ob das im Bereich von Flucht und Asyl ist, ob es jetzt wieder neu bei dem Thema Wohngeld ist, mit Vorlaufzeit noch nicht einmal veröffentlicht, dürfen wir zum 1. Januar dann umsetzen, wo die rechtlichen Grundlagen noch fehlen. Das geht alles zulasten der Mitarbeiter der Landeshauptstadt Dresden. Und nicht nur der Mitarbeiter hier in Dresden, sondern bundesweit in allen Kommunen. Wenn ich im Präsidium oder im Hauptausschuss des Deutschen Städtetags zusammensitze, ist das Klagelied aller Kollegen groß. Und diese Last haben im Moment und der höchsten Respekt vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die zu tragen. Da hilft mir, ehrlich gesagt, auch das Personalbedarfskonzept, so wichtig wie es ist, nicht, weil es sind viele, viele Sondereffekte und wir haben es auch jetzt gestern und heute häufig diskutiert. Wir haben im Moment multiple Krisen zu bewältigen in einer Form, wie wir es in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten nicht hatten. Und die fordert unser Haus massivst. Und das fordert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen gebührt an dieser Stelle auch denen ein ganz großes Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen dazu? Sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Ich darf um Zustimmung bitten, wer dem folgen möchte. Ja, keine Nein, 9 Enthaltung, wird damit so angenommen.